Dies ist die Geschichte zweier Familien, den Friedmanns und den Neudorfs. Eine Geschichte, die so aus dem Leben gegriffen ist, dass sie schon fast wahr sein könnte. In der letzten Episode von Alle und Wir wurde Tim von einem Blitz getroffen. Währenddessen begann Benjamin mit seinem von Florian erhaltenen Geld zu leben wie ein schwuler Gott in Frankreich, worüber sich vor allem Charlotte und Daniel freuen. Simon hatte sich schon mit seinem Schicksal abgefunden, was Lucy nicht akzeptierte und ankündigte, einen letzten Versuch zu machen, das Geld für seine multiplen Operationen zusammenzukriegen. Verwirrt? Das gibt sich. Nach dieser Episode von Alle und Wir. Marie, mach den Champagner auf. Die Versicherung zahlt nochmal. War gar nicht so einfach. Wir mussten ein paar Köpfe rollen lassen. Im übertragenen Sinne natürlich. Psst, Tim schläft gerade. Wieso schläft er? Es ist hellichter Tag. Er ist von einem Blitz getroffen worden bei einem Gewitter. Aber Marie, die Chance, von einem Blitz getroffen zu werden, ist geringer als die, von einer Kokosnuss erschlagen zu werden. Ich glaube, das ist Tim jetzt gerade egal. Er braucht Ruhe. Können wir trotzdem feiern? Lass uns morgen feiern, ja? Franz Josef, wäre das in Ordnung für dich? Tja, ich fürchte, morgen werde ich nicht mehr hier sein. Was? Warum hast du mir nichts davon gesagt? Ich muss einfach mal wieder nach meiner Papierfabrik sehen. Wie hast du es nur geschafft, an die Spitze dieses Imperiums zu kommen? Na, wie jeder andere auch. Durch harte Arbeit, Ehrgeiz und Verbindung zur Mafia. Mafia? Du gehörst zur Mafia? Ja, klar. Hab ich das bisher noch nie erzählt? Nein. Franz Josef, das ist ja schrecklich. Ach was. Aber Franz Josef, die Mafia ist eine brutale Organisation, die mit niemandem Gnade hat und nur ihre engsten Mitglieder unterstützt. Fast wie die Friedmanns. Papa, ich bin alt genug, um mir selbst aussuchen zu dürfen, in welche Organisation ich eintrete. Du hast ja recht, Franz Josef, du hast ja recht. Hör mir zu, egal ob Mafioso oder nicht. Du bist immer mein Sohn. Danke. Ich fange dann mal an zu packen. Ah, was für ein Leben. Davon habe ich schon immer geträumt. Freut mich, wenn es dir gefällt. Kann ich jetzt gehen? Es ist schon dunkel und ich muss morgen zur Schule. Na gut, aber gib mir erstmal die Schachtel mit dem weißen Pulver da. Sie ist leer. Verdammt, habe ich das ganze Kokain schon verbraucht? Naja, ich kann mir ja Neues kaufen. Kommst du morgen wieder, Felix? Ja, vielleicht. Gut, die gleiche Uhrzeit. Hier in meinem Apartment. Mal sehen, was im Fernsehen läuft. Die Tür ist offen! Oh, hallo. Was willst du denn hier? Hey, was soll das? Nein, nicht! Mama? Keine Angst. Alles ist in Ordnung. Du bist in unserer Wohnung. Stimmt, alles ist in Ordnung. Ich fühle mich so anders. Ja, das ist der Schock. Ich meine, man wird nicht jeden Tag von einem Blitz getroffen. Mama, ich meine das ernst. Ich glaube, ich... Moment, ich mache auf. Lucy? Was machst du denn hier? Ich will nicht nach Hause. Kann ich bei euch bleiben? Was ist denn das Problem? Ein Freund liegt im Krankenhaus im Sterben und niemand will das Geld für seine Operation bezahlen. Wirklich? Aber Lucy, warum hast du denn nicht mal uns gefragt? Oh, hätte ich das machen können? Egal, jetzt ist es zu spät. Wer ist es denn? Lucy. Oh, hallo Lucy. Ist irgendwas? Du guckst so komisch. Nein, mir geht es gut. Wirklich, mir ging es nie besser. Ich bin von einem Blitz getroffen worden und jetzt fühle ich mich, als könnte ich jetzt Dinge tun, von denen ich vorher nie geträumt hätte. Heißt das, du kannst jetzt in die Zukunft gucken wie Screech bei Saved by the Bell? Was? Nein, ich meine vom moralischen Standpunkt aus. Langweilig. Bist du ganz sicher, dass es dir gut geht, Tim? Aber ja doch.
Weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich werde ein guter Mensch werden. Und dafür werde ich einen Tabakladen eröffnen. Was redest du da eigentlich? Nein, ich meine das ernst. Mit welchem Laden könnte man mehr Gutes tun als mit einem Tabakladen? Naja, so ziemlich jedem. Bekomme ich dann Rabatt? Aber natürlich, Lucy. Also, ich gehe dann meinen Laden aussuchen. Bis dann. Charlotte, ich mache mir Sorgen um Lucy. Aber warum denn? Sie wird schon wissen, was sie macht. Sie hat einen Schwarzen als Freund. Na und? Ich hatte früher dich als Freund. Charlotte, ich meine das ernst. Manchmal kommt es mir so vor, als ob sie gar nicht unsere Tochter wäre. Daniel, sie ist nicht unsere Tochter. Wir haben sie doch adoptiert. Ah ja, stimmt ja. Naja, das findet sie bestimmt nie heraus. Ah, das wird sie sein. Hallöchen. Ich bin's doch. Ich weiß, wer du bist. Deswegen habe ich die Tür zugeschlagen. Ist Lucy da? Nein. Ihr macht das nur, weil ich schwarz bin. Stimmt. Benjamin, bist du da? Franz Josef will sich noch von dir verabschieden. Mein Gott, sowas habt ihr auch in Deutschland. Red nicht. Vielleicht lebt er noch. Benjamin, hörst du mich? Papa, er ist tot. Lass es. Mein Sohn. Benjamin. Nein!